So Leute, da bin ich wieder mit bei The Legend of Zelda, A Link to the Past. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben bei der Riesenraupe hier. Ich weiß noch, dass ich den ziemlich bescheuert finde. Genau, wegen dem Loch da. Ich möchte möglichst an der Wand bleiben. Okay, das hat ja wunderbar funktioniert. Da, geh mal sterben. Sterb. Zum Glück habe ich hier Herzen. Ich würde ja so gerne die Vase hier mitnehmen. Was ich mich frage, kann ich denn abschießen mit dem Bogen? Nein. Schade. Das heißt, ich darf es auf die bescheuerte Art und Weise machen. Oh, dass die immer so schreien müssen im Hintergrund. Den krieg ich. Jawohl. Oh Gott. Fast runtergefallen. Oh oh. Gleich wird er extrem schnell, meine ich. Nein, 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 nein. Wow, was war das? Komm her. Komm. Komm her. Das Schlimme ist, jedes Mal, wenn wir runterfallen, resettet er seine Lebensanzeige. Wow. Ich hasse diesen Boss so dermaßen. Der ist nicht schwer oder so. Er nervt einfach. Und wir haben das Amulett der Kraft bekommen. Denke ich. Theoretisch müsste. Ich meine, Rot. Du hast das Amulett der Weisheit. Okay. Das ist das Amulett der Weisheit. Also, soweit ich weiß, ist es in den späteren Zelda-Teilen die Weisheit blau. Mut rot und Mut, Mut grün und Kraft rot. Naja, egal. Geschafft, du hast alle drei Amulette. Geh jetzt und suche das Masterschwert in den verlorenen Wäldern. Genau, dreh dich einfach mal. Und das kürzen wir ein bisschen ab. Möchtest du speichern? Ja. Spiel beenden. Komm, stritt schneller. Das geht im Endeffekt wesentlich schneller, glaubt mir. Bis wir jetzt da unten gewesen wären, hätte schon einen Moment gedauert. Während das mit dem von meinem Haus wesentlich schneller geht. Wir müssen jetzt nach Kakariko. Dann gehen wir am besten, würde ich sagen, wieder übers Schloss. Ja, Schloss klingt gut. Dann gehen wir jetzt hier wieder nach links, besuchen unseren roten Freund mit dem Speer. Ich bin am überlegen, ob ich mir schnell die Zora-Flossen hole. Ist das denn weit weg? Ja, ein kleines Stück ist es schon. Aber ich würde sagen, ich hole mir das, weil ich brauche das sowieso früher oder später. Wenn ich es noch richtig weiß, brauche ich sogar gleich im ersten Tempel. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal nach rechts und ich hole jetzt mir das einfach mal. Nee. Okay, da hätte ich auch über die Kathedrale gehen können. Naja. Hier kommt doch jetzt der Friedhof, ne? Oh, sehr schön. Wollte ich auch nochmal was gucken. Ja, ich wollte noch einen neuen roten Freund suchen. Ach, Link. Mein Gott. Ich glaube, hier war das Item, das ich wollte, nämlich ein Herzcontainer. Und Moment, kurzer Cut. So, da bin ich wieder zurück vom Cut. Ja, mir wurde das im Hintergrund eben definitiv zu laut. Ich habe ja auch keine Lust, dass man das alles im Video hört. Da kann man runterfallen. Da ist ein Secret. Naja, was heißt ein Secret? Wir sind jetzt wieder hier. Wollte ich das wirklich machen? Ich glaube, da hinten ist nur eine Schatzkammer. Wenn wir schon gerade hier sind. Die Ratten droppen immer so schön ins Geld. Und es war... 10 Pfeile. 300 Rubine. Und Bomben. Wow. Eieiei. Das nenne ich Geld. Wir haben echt fast maximales Geld. Bam. Oh. Das geht auch? Okay. Und damit haben wir jetzt maximales Geld. Schön.
Ist das so? Mist. Das weiß ich noch von meinem ersten Part. Oder von meinen ersten Parts. Hi. Warum habt ihr die Tür schon wieder zugemacht? War hier... Ah nee, das war in dem Heck. Okay. Ich wollte schon sagen, waren hier nicht immer so Dinger, wo man hochklettern konnte? Bei dem einen war doch ein Herzteil. Aber nein, das war bei Parallel Towers. Oder Parallel Worlds. Wo ich noch hingehen könnte gleich, wäre meine Bomben und sowas aufzurüsten. Na komm. Gehen wir jetzt hier hoch. Ich habe gesagt, ich will die Zoraflossen haben. Wie ich auch an allem zu hängen bleibe, das ist schlimm. Nein, du gehst weg. Dich will ich nicht. Du stinkst. Du bist grün. Hab schon grün angelaufen. Yay. Ja. Ich hoffe, wir kommen überhaupt schon dahin. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Dafür, dass ich am Anfang gesagt habe, dass der Bumerang so lange von mir benutzt wird, benutze ich ihn eigentlich so gut wie gar nicht. Dann gehen wir jetzt wieder hier hoch und ich sag heute schon wieder viel zu viel an. Die letzten Tage auch solche Sprachfehler. Ständig verspreche ich mich oder sonst irgendetwas. Und, komm her. Yeah. Du auch. Komm her, Krabbe. Put, 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 put. Und hier hoch. Und hier ist der Zora-König irgendwo. Wenn ich mich täusche, ist hier sogar ein Herzteil irgendwo. Aua. Da. Nein. Na komm. Was hat denn der für Probleme? What the? Ist der weit weggeflogen? Okay, ich weiß nicht, ich glaube die Zoras sind ein bisschen gebackt. Ich renne hier jetzt einfach mal lang. Das war falsch. Ich hätte hier runter gemusst. Sobald ich hier schwimmen kann, ist das Ganze natürlich wesentlich angenehmer. Oh, da bin ich falsch im Weg gelaufen. Ich fasse es nicht. Ja, nochmal den falschen Weg, aber jetzt müsste es theoretisch der richtige sein. Gibt ja nicht mehr viele. Nein, ich spiele nicht mit Tastatur, auch wenn das so aussieht. Mein Gamepad will nur nicht seitwärts laufen irgendwie. Ich weiß echt nicht, was das Gamepad für Probleme hat im Moment. Da haben wir den Zora-König. Lord. Rock, rock, rock. Was willst du, kleiner Mann? Kann ich dir irgendwie helfen? Ich bin nur zu Besuch. Nein, gib mir deine Flossen, Alter. Wah, wah, wah. Ich habe nichts zu verschenken, Schwimmflossen. 500 Rubine, das Paar. Spinnst du? Naja, komm, ich kauf's trotzdem. Lalalala. Wie auch immer, gib her. Jetzt kann man schwimmen. Kann man hier nicht direkt rein? Nö. Egal. Bei wie vielen Minuten sind wir? Bei 9 ungefähr. Ja, geht noch ein bisschen. Da hoch müssen wir. Für das Herzteil. Ich glaube, da kommen wir noch gar nicht rein. Aber weil ich kann, will ich nochmal gucken. Oh, ich glaube, wir sind richtig. Sehr schön. Jetzt haben wir das Herzteil hier auch. Geile Sache. Und hier, ab nach unten. Wir rennen da. Wo war denn der Ausgang? Ich glaube, da war links. Ich glaube, hier. Genau. Was könnten wir noch machen? Ich glaube, hier oben war, konnte man rein. Genau. War das hier das? Wunder, Wunden, Wunder. Wirf etwas herein und Wunder werden geschehen. Dann werfen wir mal den Bumerang rein. Und da haben wir eine hübsche Fee. Du, da hast du das reingeworfen. Ja. Yeah. Nächstens bist du ehrlich, das mag ich.
Dafür mache ich dir ein Geschenk. Total unlogisch und so, aber wir haben jetzt einen Zauberbumerang. Hat er gerade Alter gestanden? Okay. Wir können noch was reinwerfen. Soweit ich weiß, kann man eine leere Flasche reinwerfen. Das wusste ich aber noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Sie gibt uns wieder ein Geschenk. Lol, das stimmt ja wirklich. Cool. Das wusste ich damals nie, als ich es gespielt hatte. Wir können, meine ich, noch das Schild reinwerfen, aber da bin ich mir nicht sicher. Dafür mache ich dir ein Geschenk. Ja, kriegen wir ein besseres Schild. Dein Schild wurde stärker. Du schützt dich sogar vor der Hitze von Feuerbällen. Yes. Das Schild hier benutzen die wenigsten. Meistens ignorieren das Schild und holen sich dann später einfach das Spiegelschild einfach direkt. Und ja, ich weiß selber, dass das Schwert nicht geht. Ich gebe dir dein Hab und Gut zurück, wirf es aber kein zweites Mal hinein. Das habe ich jetzt nur gemacht, dass man auch sieht, was sie letztendlich sagt, wenn man was reinwirft, was sie nicht mag. So, damit habe ich das auch schon erledigt. Nutzen wir mal so einen Teleportstrudel. Gucken mal, wo der uns hinführt. Wo sind wir denn? Ah, wir sind genau da, wo ich hin wollte. Cool. Perfekt. Das könnte jetzt einen Moment dauern. Ja. Wirf ein paar Rubine herein. 20. Moment, kann man das hier... Nö. Da muss man eine Bombe legen. Und 20 wieder. Bla bla bla. Kurz warten. Und wieder hoch. Wieder 20 reinwerfen. Du hast eine glückliche Zukunft. Okay, genug getanzt. Ich zeige das einmal, danach werde ich cutten. Ich muss das ja, denke ich mal, nicht ständig zeigen, wie ich da warte. Und Rubine reinwerfe. Und dann wieder warte und wieder Rubine reinwerfe. Und da haben wir die Fee, weil wir 100 haben. Und ich möchte mehr Pfeile, definitiv. Bomben werde ich auf 20 machen und... Da nervt mich mein Antivir schon wieder. Oh, wie ich mein Antivir hasse. So, und damit mache ich dann einen kurzen Cut. Für euch ist das nicht lange. Also bis gleich. Ja, und dann bin ich wieder zurück und ich habe gerade die letzten Rubine reingeworfen. Ich war nur ganz kurz hier außerhalb der Höhle und habe einen Rubin gesammelt, weil ich ja eine 99er Zahl hatte. Und jetzt können wir 20 Bomben tragen und 45 Pfeile. Und ich habe ein bisschen Schaden genommen, weil ich aus Versehen über Bomben gelegt habe. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt letztendlich mal das Master-Schwert holen. Denke ich. Sei denn, ich finde hier jetzt noch was, wo ich machen kann. Mal gucken, wo wir langkommen. Da kommen wir erst hin, wenn wir zwischen Schattenwelt hin und her porten können, das weiß ich. Was ist das denn? Ein Job. Okay. Naja, wie auch immer. Kakariko ist schon ein kleines Stückchen weg. Egal, ich cut nichts raus, außer das eben. Aber das war wirklich langsam. Langweilig, aber ich muss sagen, die haben es hier, meine ich, auch verändert. Ich meine, man konnte damals nicht eingeben, so, dass man dann, wenn man einmal drinne war und was bekommen hat, dass man dann mehr Rubine reinwerfen konnte. Ich meine, das war damals nicht so. Ich konnte dann, nachdem ich einen Cut gemacht habe, habe ich gesehen, konnte ich wirklich 50 Rubine reinwerfen. Ja, ich aber schon im Cut drinne war, habe ich mir gedacht, gut, meist halt doch offscreen. Aber hätte ich gewusst von vornherein, dass das auf 50 springt, hätte ich das natürlich nicht gemacht. Sollten wir schon fast bei Kakariko sein? Ja.
Ich glaube, welche in Kakariko gab es auch noch ein oder zwei, ja doch ein Herzteil gab es, meine ich. Hier, mehr. Ich meine, hier war es rechts. Eine Höhle. Genau. Ich weiß nicht, ob es ein Herzteil war. Ich find's cool. Nein, es war eine Bomben. Geld. 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 Mehr Geld heißt mehr Geld, ne? Und Bomben. Ich sagte Bomben. Link will uns irgendwas sagen. Glaube ich. Geld. Herz. Geld. Herz. Und Herzteil, doch. Ach, ich wusste. Wir haben schon aus der Lichtwelt fast alle Herzen, glaube ich. Ich meine, wir haben ja auch schon 8 Herzen, wow. Ich glaube, es gab 18. Entweder gab es 18 oder 20. Also, ich werde es mir selbst beantworten. Weil ich weiß es ja. Ich werde es gegen Ende wissen. Das meine ich mit Sprachfehlern. Und dann gehen wir mal in den Wald rein. In Kokiri-Wald. Oder die Lost Woods eher gesagt. Kokiri-Wald ist es ja nicht. Die Musik hier ist ziemlich merkwürdig. Und da ist ein Dieb hinter mir her. Ich glaube, ich bin direkt den richtigen Weg gelaufen. Cool. Jetzt brauchen wir das Buch von Modora. Einmal lesen. Wenn die große Zerstörung naht, wird ein Held kommen, der die 3 Amulette der Tugend trägt. Er wird das Schwert ziehen, denn er ist ein Nachfahre der tapferen Ritter. Kann ja kein anderer sein außer wir. Und die originalen Sounds als Ocarina of Time auch. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier geändert wurde. Sahasralas Stimme ertönt in deinen Gedanken. Okay, du hast das Masterschwert erhalten, die Klinge, die das Böse bannen kann. Die Macht, die dem Schwert innewohnt, ist nun dein. Mit ihm bist du in der Lage, gegen die Magie des bösen Magiers Aghanim zu bestehen. Das Schicksal des Landes liegt in deinen Händen. Bitte, Kay. Und ich würde sagen, das ist eine schöne Stelle, um Cut zu machen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.